Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Star Stable. Wir machen uns gleich auf den Weg zu Konrad. Der hat ja einen Grill für uns gemacht. Mal gucken, dass der fertig ist. Da. Guten Tag. Also, hier hast du einen 1A-Grill. Ich hoffe, dass er dir viel Freude bereiten wird. Was? Waldbrand? Oh Gott, diese Touristen. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion daraus gelernt. Ja, das hoffe ich doch auch. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir den Grill jetzt zu Helga bringen. Nee, zu Gunther. Okay, ja, das ist ja egal. Der steht ja neben Helga. So, dann machen wir uns doch wieder auf den Weg nach Veildale. So. Und dann da lang. Da ist ja eine ganze Ecke raus. Die stehen. Oh ja, ein kleines bisschen ist es. Wäre vielleicht von der Mühle aus näher gewesen. Wie von hier. Aber ich denke, letztendlich bleibt sich das sowieso gleich. So, gleich geschafft. Und hopp. So, da sind wir. Jetzt müssen sie gleich auftauchen. Jetzt? Ja, jetzt. Okay. Guten Tag. Oh, was für ein Grill. Ich kann mir die Grillwürste darauf schon vorstellen. Bevor wir aber grillen können, brauchen wir einen stabilen Untergrund, Holz und Steine. Ich denke, dass du das hier in der Umgebung finden kannst. Ich habe ein verlassenes Sommerhaus in der Nähe gesehen. Vielleicht können wir dort ein paar Steine finden. Und Holz, es liegt überall im Wald herum. Okay, ich gehe mal gucken. Das Haus ist ja da oben. Da sollten wir vielleicht den einen oder anderen Stein herkriegen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ah, doch, da. Gerade sagen, sieht jetzt irgendwie nicht so danach aus, aber da ist ein bisschen was. Okay. Und jetzt, nochmal Steine oder eher Holz? Gucken da nochmal in die Richtung. Ne, hier sind keine Steine mehr. Dann gucken wir nach Holz. Es wird irgendwo hier unten sein. Okay, und dann können wir zu Gunther zurück. Okay. So ein Glück, dass du ein starkes Pferd hast. Es wird sehr nützlich sein, um die Feuerstelle zu bauen. Du hast exzellente Steine und Holz in genau der richtigen Größe gefunden. Das Holz kann für Bänke verwendet werden und die Steine als Grundlage für die Feuerstelle. Und als Krönung obendrauf der Grill. Okay, das bauen wir jetzt da hinten hin. So, wahrscheinlich erstmal die Steine, ne? Nee, dann erstmal die Holzbänke. Dann die Steine. Und dann den Grill. Okay. Ja, sieht doch gut aus. So. Was für eine tolle Feuerstelle, perfekt, um draußen zu kochen. Jetzt kann sich das Feuer nicht mehr in den Wald ausbreiten. Im Nachhinein verstehe ich, wie unverantwortlich wir gehandelt haben, als wir einfach so auf dem Boden ein Feuer gemacht haben.
Das wurde ja sogar noch besser, als ich dachte, was für einen Unterschied es macht, auf Bänken zu sitzen, anstatt auf dem Boden. Wir hätten auf Gretchen hören sollen. Sie ist so ein schlaues Mädchen. Ich frage mich, von wem sie das hat. Ich habe nichts, das ich dir als Dank geben könnte, aber ich hoffe, dass du in der Zukunft viele nette Abende mit deinen Freunden an dieser Feuerstelle verbringen wirst und vielleicht noch ein paar mehr bauen kannst. Helga und ich haben heute eine wertvolle Lektion gelernt. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, wo wir denn nun weitermachen. Das wäre Nick. Ach, bei Mali, genau, Valiant, ob da sich was getan hat. Da gehen wir schnell gucken. Oh, komm, bis wir da angekommen sind, dann nehmen wir lieber den Abholservice. Und dann hier den Transporter, dann sind wir schneller bei Marley. So, da. So, dann schauen wir mal schnell, was Marley zu sagen hat. Ob sich jemand gemeldet hat. Ein Pferd kann ja nicht einfach so niemandem gehören, ne? Das funktioniert ja nicht. Guten Tag, Marley. Howdy, Brielle. Ich konnte die letzte Nacht nicht schlafen. Ich bin nur wach gelegen und habe am Butterfly und die Baroness gedacht. Es tut mir leid, Brielle, aber niemand hat wegen Valiant angerufen. Kannst du nach Silverglade reiten und fragen, ob jemand was gesehen oder gehört hat? Ja, mache ich doch gerne. Gucken wir mal. So, wen fragen wir denn? Den Ratsmann natürlich. Benutze Bild. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pferd sein soll, aber sprich mit Steve. Fragen wir Felix noch. Ich habe keine Ahnung. Auch ich da, der sagt, sprich mit Steve. Auch keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Ja, okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, auch niemanden, den wir fragen können. Fragen wir doch gleich mal Steve. Wenn die alle sagen, geht zu Steve, dann gehen wir doch gleich mal zu Steve und fragen ihn. Hallo, Steve. Ich erkenne dieses Pferd wieder. Hallo, meine Freundin. Dieses Pferd hier erkenne ich wieder. Keine Ahnung, wie der arme Kerl heißt. Ich glaube, er hatte nie einen Namen. Aber ich kenne den Eigentümer. Mir fällt nicht ein, wie der Eigentümer des Pferdes heißt. Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Kein netter Mann. Ich empfehle dir, dich von ihm fernzuhalten. Wie er aussieht? Lass mich nachdenken. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, war er kräftig gebaut und hatte einen braunen Schnurrbart. Aber das ist ein paar Jahre her. Meine Freundin, du solltest nicht nach diesem Mann suchen. Er ist richtig gemein und es würde mich nicht wundern, wenn er diesen armen Gaul geschlagen hätte. Wo ist denn das Pferd jetzt? Bei Marley? Gut, dann hat der arme Gaul eine Chance, sich wieder zu erholen. Ich schlage vor, dass ihr zuseht, dass das Pferd bei Marley bleibt oder zumindest irgendwo, wo es ihm gut geht. Du solltest es Marley erzählen. Dieses Pferd kann auf keinen Fall trainiert werden. Okay, dann wissen wir Bescheid. Der Arme. Dann hoffen wir trotzdem, dass wir den Besitzer finden, dass wir den dann ordentlich verprügeln können. Sowas macht man doch nicht. Nee, nee. So. Hat Steve Valiant wiedererkannt? Was hat er erzählt? Oh,
Der Arme, das hört sich wirklich nicht gut an, armer Valiant. Dass es solche Menschen gibt, pfui. Jetzt wundert es mich gar nicht, dass ich Valiant weder zum Springen noch zum Barrel Race bewegen konnte. Das muss ihn furchtbar erschrecken. Ich frage mich, ob er überhaupt schon mal eine Sprungbahn geritten ist. Wir können Valiant auf keinen Fall zu diesen Menschen zurückschicken. Aber ich weiß nicht, ob er sich bei mir hier wohlfühlen würde, mit den ganzen Besuchern, die andauernd kommen. Ich werde die Baroness fragen, ob er stattdessen bei ihr untergebracht werden kann. Apropos Baroness, ich muss heute mit ihr sprechen. Es ist an der Zeit, ihr das von Butterfly zu erzählen. Kannst du nicht mitkommen, Brielle, bitte? Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Vielen Dank. Ich habe auch ein paar Waren, die rauf zum Weingut müssen. Ich kann sie genauso gut gleich mitnehmen. Aber dann spare ich mir einen Weg. Ich weiß nicht, ob ich der Baroness nach dem hier noch in die Augen sehen kann. Kannst du mir helfen, Valiant zu beladen? Ich bin zu nervös jetzt, um das auf die Reihe zu bekommen. Danke. Bitte. Was muss er denn tragen? Wo ist denn das Zeug? Mali? Habe ich das Zeug schon? Nein? Wo ist denn das Zeug? Ach, da hinten steht's. Okay, hab's gefunden. Alles klar. So. Wow. Es ist dir gelungen, die Waren ohne Probleme auf Valiant zu laden. Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich gute Arbeit mit ihm geleistet. So, dann ist es an der Zeit zum Weingut zu reiten. Ich würde das hier lieber vermeiden, aber ich habe keine Wahl. Ich muss der Baroness erzählen, was passiert ist. Danke, dass du mit mir kommst. Kannst du den letzten Teil der Lieferung noch auf deinem Pferd mitnehmen? Danke. Wir werden alles bei Carney lassen. Ich reite schon voraus. Wir sehen uns dann beim Weingut. Okay. So, dann machen wir uns auch auf zum Weingut. Hua. Na, jetzt aber. Schwer beladen. Das ist ja... Kann ich noch springen? Ja. Wenn ich hier über einen Zaun drüber komme. Wir probieren mal was. Ab und an geht das ja, wenn man absteigt und wieder aufsteigt, dass das Pferd dann schneller wird. Ja, funktioniert in dem Fall auch. Es ist so, bei ganz langen Wegen ist das... recht praktisch, wenn man das dann einfach mal macht. So, okay. Dann, zu Carney hat er gesagt, ne? Die waren bei Carney lassen. Und dann zur Baroness. So. Aha, Mali ist mit dir gekommen? Dachte nicht, dass sich der Feigling hierher traut, nachdem er das Pferd der Baroness verschlammt hat. Mali und ich müssen kurz ungestört reden. Übrigens, Herr Anvir ist hier. Du weißt, er hat mir geholfen, Butterfly zu transportieren, bevor dieser Taugenichts Mali ihn verloren hat. Das ist sein Auto, das dort hinten steht. Das Violette. Du wolltest doch mit ihm reden. Geh hin zu ihm, dann wirst du sehen, dass er ein ehrlicher Mann ist. Du kannst nachsehen, ob sie im Auto sitzt. Ansonsten musst du warten, bis sie wieder zurückkommen. Okay, dann gucken wir doch mal. Welches Auto? Da hat ein lilanes Auto. Hallo, klopf, klopf, jemand da? Moment, das hier ist seltsam. Es sieht so aus, als ob niemand im Auto sitzt und du wirfst einen Blick durch die Scheibe. Aber was ist das hier? Das sieht doch aus wie ein Farbeimer. Und am Rücksitz liegt etwas, das aussieht wie die Papiere von einem Pferd. Ein Pferd, das Butterfly zum Verwechseln ähnlich sieht. Du überlegst, ob du die Autotüre öffnen sollst und genau in dem Moment, als du den Griff berührst, hörst du Schritte hinter dir. Oh-oh. Und was haben wir hier für ein junges Fräulein, das bei meinem Auto herumschnüffelt? Ach so, du schnüffelst gar nicht, sagst du? Na dann. Ja, es stimmt. Mein Kollege Karl und ich haben ein Pferd von hier zu Marlies Farm mitgenommen. Aber nein, was sagst du da? Ihr habt den Verdacht, dass das Pferd ausgetauscht wurde? Wer würde so etwas machen? Du glaubst nicht, dass dieser Marley das Pferd mit einem anderen verwechselt hat? Also, wenn es nach seinem Bruder geht, dann ist dieser Marley ziemlich verwirrt und kann nicht mal auf seine eigene Nase aufpassen.
Haha, ein bisschen übertrieben, aber so hat Kani ihn beschrieben. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich hoffe, dass ihr das Pferd bald findet. Wir müssen weiter. Wir haben jede Menge zu tun, bevor unser Boot kommt und uns heute Abend, um uns heute Abend abzuholen. Karl und ich reisen viel. Wir schlagen unser Lager meistens am Wasser auf. Sehr praktisch, sehr bequem, um überall hinzureisen. Wenn es nach mir geht, ist es viel besser, über Wasser als über Land zu reisen. Aber du, viel Glück. Ich weiß, dass es hilft, aber nimm ein paar Mandarinen. Karl hat sie gekauft, obwohl ich ihn ausdrücklich um Orangen gebeten habe. Dieser Idi, ich meinte, so etwas kann man leicht vergessen. Haha. Mhm, klar. Bitte sehr und viel Erfolg mit dem Pferd. Ja, danke. Irgendwie sieht der Typ aus wie so ein GED-Mitarbeiter. Also überhaupt nicht seriös und Herr Anwir wirkt ein bisschen wie ein Gauner. Naja, wir werden sehen. Also irgendwas führen die im Schilde. Allerdings sehen wir das dann erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.